So, wir schauen heute auf ein wunderschönes Weizenfeld und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Also diese Weizenkörner können sicher nicht sagen, dass sie allein sind, sondern hier gibt es wirklich ein großes Weizenfeld. Und das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, hat natürlich sehr viele Aspekte. Einerseits spricht Jesus einmal von sich selber. Er meint seinen Tod und seine Auferstehung. Er fällt in die Erde, wird begraben und steht auf und bringt so reiche Frucht. Letztendlich ist das natürlich auch ein schönes Bild für uns alle Tod und Auferstehung. Wenn wir mal in die Erde, also ins Grab fallen, dann werden auch wir auferstehen und reiche Frucht bringen. Es gibt aber noch zwei weitere Aspekte. Einerseits die Märtyrer, die es leider auch heute gibt, die für die Kirche verfolgt, gequält und getötet werden. Das zeigt auch die Kirchengeschichte. Meistens gibt es dort dann auch wieder ein Aufblühen der Kirche, wenn die Repressionen vorbei sind. Dann bringen die Weizenkörner auch reiche Frucht. Und im Kleinen können wir einfach auch sagen, ja, all unsere Mühen für das Reich Gottes, für Jesus, für das andere, da stirbt in uns auch manches ab, aber es bringt auch reiche Frucht. Und ein bisschen hängt es auch zusammen mit dem bekannten Lied und Spruch, wer glaubt, ist nicht allein. Wer der etwas von sich hergibt, wer der etwas für sich sterben lässt, der ist auch nicht allein und ist dann nicht wie eine Ehre irgendwo auf weiter Flur, sondern wie eine Ehre in einem großen Weizen.